Moin Moin Leute, Zummel hier und da sind wir auch schon wieder mit Unepic. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal weiter. Was ist das? By the gods of Kobol. What is this thing? It's a magical prison. Within lies one of the pure spirits of Harnakan. There's a spirit locked in that box? What, like a rival god? You're mistaken, fatuous mortal. The spirit within is under the command of the Great Master. Really? Why is it locked up? It is a pure spirit. It cannot exist in this plane. The box isolates and protects it. However, it can communicate through that beam of light. Wow, must be an important guy. What's he do? I will not reveal that information. No? Okay, I'll ask it myself. You? Foolish mortal. He will never talk to an insignificant slug like you. Really? We'll see. Okay, da bin ich ja mal gespannt, was wir für einen Plan haben. Also, was unser Kollege hier für einen Plan hat. Von dem ich nicht mal weiß, wie er heißt. Aber erstmal gehen wir hier hin. Und damit haben wir das Schnellreisesystem entdeckt. Die verschiedenen Tore hier werden wir noch entdecken im Laufe der Zeit. Und dann können wir logischerweise schnell reisen zwischen den Orten. Aber jetzt reden wir doch erstmal mit dem reinen Geist. Entaro Adun. Who is he? Can't you tell? I've possessed this body to carry out an important mission for my great lord Harnakan. You filthy liar. On Korobash, it's been a long time. What is this body you've taken? I haven't seen a being like this. This body I've taken belongs to a privileged race, the humans. In that case, I shall restore this vessel's vitality and remove any afflictions from it. Thank you. My great lord will be pleased with your assistance. I shall return if I need healing. There's something else. My great lord has given me a new name. From now on, I shall be known as Zira. It will be as you say, Zira. Okay. Gut, gut gelöst das Problemchen. Also hier können wir immer wieder hinkommen und heilen und auch speichern. Korobash, Zira, your health has been restored. Game saved. Ganz simples Prinzip. Und wir haben... Nein, wir haben keinen neuen Gegenstand im Inventar. Okay, dem kommen wir wohl erst später. Did you hear, Zira? I have guaranteed healing. It's amazing. If I get hurt and I get back here, I'll be renewed. Just like resting in an inn in Dragon Warrior. I just have to not die before getting back here. Thou art a blackguard and a rogue for supplanting me. A better man would show his titles and name with pride. Yeah, yeah, sure. I'm not big on ceremony. Ja, einfach mal hier unseren Herrn Zira, beziehungsweise wie er eigentlich heißt, Ankora Barsch, ein bisschen in den Arsch getreten. Aber gut, weiter geht's. Oh, Fledermäuse, ich hasse Fledermäuse. Fledermäuse sind nervig. Aber okay, machen wir erstmal das Licht an. Au! Schön vorsichtig. Oben kommen noch mehr von den Viechern. Da! Ha, hab dich! I! Du, Manny! Stirb! Okay. Komm schon, du eine Fledermaus da. Jawohl. Da sind es noch nicht mehr so viele. Jawohl, hab dich. Okay. Ich höre noch mehr. Ich höre immer noch mehr. Ist hier unten irgendwo? Ja, da unten sind noch welche. Geh weg, 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 weg. Okay, die hat mir ein Herz gegeben. Gehen wir hier runter. Und schalten den letzten aus. Au! Okay, gut. Ich glaube, das war's an Fledermäusen. Dann gehen wir jetzt nochmal da hoch. Gucken, ob wir da noch irgendwas Schönes finden. Also hier zum Beispiel eine Fackel, die wir anzünden können. Ich sehe da oben eine Kiste. Sehr schön. Und noch ein Licht. Der Heiligenschein. Das ist das Item, an das ich gedacht habe. Und zwar können wir uns mit dem Heiligenschein zurückteleportieren. Zu unserem netten Herrn... Ach, wie auch immer er nochmal heißt. Ich weiß nicht, ob er uns den Namen überhaupt gesagt hat. Aber das lege ich mir jetzt mal hier hinten hin. Da können wir uns dann schnell hin teleportieren, wenn wir in Gefahr sind und uns einfach heilen.
ganz simples Prinzip und sehr effektiv. Und hier kommen wir wieder runter. Würde ich sagen, da unten links dürfte noch eine Position sein für eine Lampe. Tatsache. Und eine Kiste und einen Haufen Fässer mit Pfeilen. Ganz viele Pfeile. Scheiße, sind das viele. Und wir haben Dolch gefunden. Sehr geil. Der wird auch direkt ausgerüstet. In die Schnelltaste. Und damit haben wir schon unsere erste Reihe voll, wenn man so will. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal da hoch, einfach weil es aussieht, als würde der Weg schwieriger sein, weil wir hier in der Mitte nicht mehr hochkommen. Lauf erstmal auch schon rum. Ich sollte mein Schwert wieder ziehen. Mit dem Dolch machen wir übrigens mehr Schaden gegen Gegner von hinten, aber das geht nur gegen menschliche und menschenähnliche Gegner. Oh, scheiße. Die Gegner sind böse. Das sind Magier. Stirb. Okay. Oh, wir haben unsere erste Rüstung bekommen. Die Waldhüterkleidung. Legen wir die doch direkt mal an. Ich finde diese Animation auch geil. Stirb. Au. Sterb. Beide. Sterb. Bitte. Lebt der noch? Ja, der lebt noch. Stirb. Komm, Alter. Würdest du bitte sterben? Ah, oh, danke. Auge an der Tür. Okay, was brauchen wir hier? Schlüssel der Bibliothek. Gut. Das da oben ist ein Laden, so wie es aussieht. Wieso nicht? Gehen wir nochmal hoch. Oh, da ist der nächste. What the fuck? Warum mache ich dem keinen Schaden? Oder nur so wenig? Meep. Warte, ich schau mal kurz hier runter. Das war knapp. Da bin ich fast reingelaufen. Oh, wir haben schon gut Schaden gefressen. Ah, wir haben Heiltränke. Gut. Wir haben welche. Erstmal einen Heiltrank saufen. Ah, oh, der halten sogar vollständig. Das ist gut. Und den anderen legen wir uns auf eine Schnelltaste. Hier hin. Okay. Na, dann wollen wir mal. Geronimo, stirb! Yes! Erfolgreich! Und jetzt Fässer zertrümmern. Und eine Kiste. Und eine Fackel. Eine Lampe. Ich schau mal kurz. Also das Auge der Tür hier, die können wir verkaufen. Ah, nee. Okay, ich muss mal gucken. Ich glaube, vor dem nächsten Part sortiere ich dann mal das Inventar. Ich habe da so meine feste Ordnung eigentlich. Das muss man jetzt nicht mit dem Let's Play machen. Aber hier haben wir so einen komischen Charakter. Zorans. Hey, it's a merchant. That's right. His name is Zoran. I can read, thanks. He is a hustler, a usurer, a swindler. He will try to cheat you with abusive prices. If you kill him, you will be able to obtain all his belongings. Thanks for the tip. If you want me to kill him, it's because you want him dead, or you know that he can kill me easily. Either way, no deal. Okay, reden wir doch mal mit ihm. Who be you? I never see you before. I'm a Sith. A Dark Knight. My name is Dark Helmet, and I have been sent to protect my lord's castle by Harnakon himself. You welcome to Humble Store, O great Dark Knight. Name is Zoran, and me butter. Wish butter you? Me have lots of goods. It's great pleasure to barter with protectors. To buy or sell items, press action near Zoran. Ich mag den Kerl. Okay, erstmal verkaufen. Ich glaube, wir haben ein bisschen was, das wir nicht brauchen werden. Zum Beispiel die Saphire. Mit denen können wir jetzt anfangen. Aber ich glaube, sonst alles noch bringt alles noch irgendwie was. Rest behalten wir mal. Gucken wir mal, was können wir denn kaufen? Ach du Scheiße, hier ganz viel verschiedenes Zeug. Hier unten sehen wir den Preis. Also unten in der links seht ihr den Preis und quasi rechts davon, wie viel wir davon kaufen können mit unserem aktuellen Gold. Prinzipiell würde ich mir ganz gerne die Jakobsmuschel holen. Einfach, weil das erlaubt, dass wir immer hier in den Laden zurückkommen, ohne dass sich der Gegenstand verbraucht. Ganz praktisch. Genauso wie die goldene Box, einfach weil das Gegenstände sind, die wir immer wieder verwenden können. Ein Leuchtfackelwerfer, ein Zauberstab, okay. Und Munition für Pfeile. Nee, du brauchst nichts. Ein andermal. Aber ich merke mir deinen Laden, Bro. Gut, dann gehen wir nach unten rechts. Haben wir ja schon gesehen, dass da was ist. Ganz langsam. Geht weg. Viecher sind böse, die wollen mir Aua machen.
Okay, lassen wir den unter mir durchkrabbeln und gehen runter. Oh, falsche Waffe, nicht gut. Das macht mehr Schaden. Das Gute ist, dass wir die halt stunnen, wenn wir sie treffen. Und das macht das Ganze sehr viel einfacher. Sehr, sehr viel einfacher. Und da ist die Kiste. Und Fässer. Komm schon. Ein Speer. Okay. Mit dem Speer hat man, wie man sich vielleicht auch denken kann, eine relativ hohe Reichweite. Werde ich auch gleich mal ausprobieren. Und auf einen Slot legen. Legen wir ihn hier hin. Und, Moment. Hier haben wir den Speer. Wie man sieht. Okay. So, er hat eine höhere Reichweite. Ist sehr gut gegen beispielsweise Schlangen und ähnliches. Oder allgemein, wenn man Gegner auf Distanz halten will. Ist halt ein bisschen langsamer als das Schwert, zumindest vom Gefühl her. Und macht, glaube ich, auch etwas weniger Schaden. Ja, 27 im Gegensatz zu 41 vom Schwert. Aber okay, wir gehen weiter. Oben haben wir jetzt alles erkundet. Wir wissen nur, dass wir da einen Schlüssel brauchen, um weiterzukommen. Gehen wir doch erstmal hier runter. What the fuck, wo sind wir überhaupt? Hier sind wir. Und ich höre jetzt schon Gegner. Oh, Magier. Stirb! Das hat mich überrascht, weil ich gerade den Gegner gehört habe. Wenn mir der Gegner angesagt wurde, quasi bevor ich mich überhaupt gesehen habe. Und ist wieder jemand? Wisst ihr was, den erledigen wir jetzt mal mit dem Dolch. Voll assassinenmäßig. Wir machen dem kaum Schaden mehr. Wieso nicht? Okay, wir haben ein Level abgemacht. Charakter. Und hier können wir jetzt... Wir haben 7 Punkte. Ich glaube, man bekommt mehr... Wenn man eine höhere Schwierigkeit hat, bekommt man mehr Punkte. Weil ich habe bisher immer nur 5 bekommen. Oder es wird irgendwas gepatcht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir hauen erstmal auf Schwert drauf. Schwert werden wir nutzen. Bogen werden wir nutzen. Ja, das sind so unsere Hauptsachen. Wir müssen nicht alle Punkte sofort verteilen. Tränke nehmen wir auch mal, weil wir später mehr Tränke brauchen kann. Und Konstitution. Ja, das passt. Den Rest sehen wir uns mal auf. Man weiß ja noch nicht, was wir später so brauchen werden. Halt ist Magier. Der hat mich einfach wegportet, der Arsch. Egal, mir kommst du nicht. Elfische Unterwäsche. Das ist auch einfach nur ein Verkaufsgegenstand. Aber ich mag das. Okay, hier ist noch ein Händler. Hi. Was verkaufst du? Kugel der Wiedergeburt. Ah, kommt, man kann komplett neu leveln quasi. Und das ist ein Questobjekt. Okay. Und die kann man nur für diese Andinger kaufen. Ah, das ist so eine Art Premium-Shop oder was? Laser. Really? Oh Gott. Aber okay, es hat auf jeden Fall Stil. Ein magischer Dschungeltanga. Wieso nicht? Weltraumkeks und Zigarre. Und ein Mini-Spaceball. Das Pet will ich haben. Ah, wie geil. Und ein Ring. Okay. Egal, wir brauchen diese Punkte noch. Die kriegen wir, soweit ich weiß, indem wir diese Herausforderung erledigen. Von der wir bisher nur eine freigeschaltet haben. Und dazu kommen wir, denke ich mal, wenn es dann soweit ist. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich würde sagen... Gegner, stirb! Das Stimme ist... Man merkt gerade mal, wie schlecht mein PC eigentlich ist. Ich habe sogar bei diesem Spiel gerade Frame Drops. Eigentlich wollte ich mit 60 Frames aufnehmen, aber ich habe gerade nur knappe 30. Das ist voll für den Arsch. Aber egal. Okay. Sagen. Och, gehen wir einfach mal hier runter. Ah, wir haben ja noch ein Licht. Oh. Gegnerz. Bam. Sterb. Die sind eigentlich recht simpel, solange man nicht gerade reinrennt wie ein Bekloppter. Okay. Fässer. Okay, da sind noch mehr von den Dingern. Ja, kümmern wir uns erstmal um die. Danach können wir immer noch weiter erkunden. Erstmal aufräumen. Jawohl, kleiner Saphir. Mehr Geld. Hier geht's hoch. Ich denke mal, da wird es zu dem anderen Gang gehen, wo wir hergekommen sind vorher. Och, das ist fies. Ha, das funktioniert aber. Ah, da ist ein Schnellreisepunkt. What is your role in this place? Do what to who? What do you mean? You have climbed the great mountain, crossed the eternal clouds, and entered this forbidden place risking your life. You must have a significant reason for this. Great mountain? Eternal clouds? I have no idea what you're talking about.
I just know that I was at Rick's and suddenly I appeared in this castle. Do you insinuate that you are ignorant of the reason of why you are here? I know that I've been drugged and now I'm here. But I don't know what my goal is in this adventure. Normally, adventurers talk to a fella who looks for adventurers in a tavern, but I didn't get that. Maybe I should go to an oracle who reveals my destiny. Lots of heroes like Thrall did it. That Thrall was a hero of your people? Maybe an old ancestor? Not really. He was an orc leader that escaped with his people from the tyranny of the Alliance of Humans and Elves to Kalimdor. It's a long story. Hey, Zira, where could I find an oracle here? There is no oracle in this place. If there were, they should not deign to speak to a stupid mortal. Yeah, naturally. Like you'd tell me, anyway. I'll keep exploring to see if I find any clue of why I'm here. Okay. Und ich muss sagen, ich mag unseren Charakter ja. Er ist einfach so ein richtig schöner Nerd. Und wir haben die falsche Waffe. Egal. Hauen weiter drauf mit dem Streitkolben. Muss dann denken, auf die richtigen Waffen zu wechseln. Und wir springen einfach mal hier ran. Und klettern mal runter. Schön langsam. Da, ja, da sind Gegner. Nein! Schwert! Machen wir das so und öffnen erstmal die Kiste. Okay, wo haben wir hier Gegner? Da ist es mal Licht. Und da ist schon der Schnellreisepunkt. Ja, werden wir gleich öffnen dann. Erstmal, bevor wir wieder zurückgehen. It's identical to the one I saw before. Let's see if I can open it. Press action. Ja, wir können das mit B öffnen. Ganz simpel. Hier sind wir jetzt. Also wir können hier, kommen wir zurück zu dem anderen Tor. Muss man sich halt im Endeffekt ein bisschen merken, wo welches Tor ist. Aber im Endeffekt, das geht ganz gut eigentlich. Ups, und hoch da, Licht an und stirb. Okay. Heiltränke. Mütze und nix, schade. Okay, machen wir das andere Licht an. Und, ah, hier sind wir wieder. Okay. Moment, da geht's weiter. Ach ja, da können wir weiter hochklettern, sehe ich gerade. Warum sonst wäre hier eine Leiter? Und alle Lichter sind an. Sehr schön. Herr Fug. Oh, hi. Wer bist... Ne, wir reden gleich mit ihm. Ich würde sagen, ich beende erstmal den Part. Im nächsten Part finden wir raus, wer das ist. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.